Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Resident Evil 7 Biohazard mit mir von euer YouTube Let's Play als Hobby und das Ganze natürlich auf Irrenhaus, wie es natürlich auch im Titel steht. Und ja, wir speichern jetzt aber trotzdem noch nicht. Wir wollen erst die zweite Karte holen und hoffen, dass wir dabei nicht sterben und dann wieder alles von vorne machen dürfen. Die müsste da oben irgendwo sein, in seinem alten Zimmer. Kennt ihr natürlich vielleicht noch nicht. Wenn nicht, habe ich leider jetzt vorgegriffen. Tut mir leid. Um Irrenhaus spielen zu dürfen, muss man das Spiel schon einmal durchgespielt haben. Nur damit ihr es schon mal wisst. Ne? Deswegen kenne ich das Spiel schon. Doch auf Irrenhaus ist alles neu verteilt, neu versteckt. Die Gegner kommen an anderen Positionen als vorher. Und natürlich auch schon direkt schwerere Gegner. Das ist der Unterschied hier bei Irrenhaus. Und es gibt keine automatischen Spielstände und das Speichern ist begrenzt. Wir können kaum speichern, das ist zum Kotzen, ist das. Und da muss man ständig bangen, bloß nicht zu sterben, nicht, dass man dann keine Ahnung wie viel wieder nachholen, nacharbeiten darf. Oh Gott. Jetzt ist hier auch schon alles schwarz. Kommt hier was? Kommt hier nichts? Ich weiß es nicht. Nehmen wir sicherheitshalber? Wir nehmen sicherheitshalber mal das hier. Sonst haben wir nirgends eine Schlangenschlüsseltür, oder? Nö, nicht, dass ich wüsste. Ah, guck an, da brauchen wir auch noch einen Dietrich. Nix und niemand drin. Der Anblick draußen gefällt mir nicht so, deswegen machen wir mal die Tür zu. Okay, schauen wir uns mal hier drin um. Ob wir irgendetwas Nützliches finden. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in die Stadt gegangen. Die haben mir einen komischen Maschine ein Foto. Also, die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Meine Güte. Dann hat mir Mami am Puzzle-Spielzeugladen gekauft. Mit 259 Teilen. Alter, ist das viel. April. Sofa, Oliver. Ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April. Ich habe Oliver angelogen. Hab ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf den Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas! April. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie die nie finden. Oh, Fisch. Was gibt's hier auch? Schauen wir uns mal um. Da steht nichts drauf. Ist glatt wie ein Spiegel. Damit wir nichts verschieben. Okay, die können wir nicht kaputt machen. Ein Paceball. Eine Audiokassette, wie geil. American Football. Play for Victory. Dritter Platz, zweiter Junior-Erfinder-Wettbewerb. Sonderpreis, Amateur-Robotermeisterschaft, okay. Zweiter Platz, Junior-Erfinder-Wettbewerb. Okay. Blindmunition, Kinderzimmer, alles klar. Was kann ich mir denn angucken? Hui, gibt nichts, oder?
dabei, kann ich nichts machen. Hätte sein können, ne? Du tötest mich nicht. Okay, hier gibt es auch nichts. Auch nichts. Da, okay. Guck mal, aber trotzdem erstmal auf der anderen Seite. Wieder Flintenmunition. Also, was hat denn der Junge mit Flintenmunition? Aber schön, dass ich das finden darf. Das freut mich wirklich. Immerhin, 5 Stück haben wir jetzt. April. Oliver hat zu schreien aufgehört. Aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mei. Es stinkt total. Und so ein seltsamer Safttropf von der Decke. Wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungs-Trophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Der arme Junge, der kam da oben nie wieder raus. Jetzt tropft es ekelhaft von der Decke. Okay. Irgendein Leichensaft anscheinend. Hm? Der Junge, der tut mir echt leid. Und der Junge hier war wirklich krank im Kopf. Besteck? Was hat der Besteck hier drin? Ein Klavier. Das ist kaputt. Na gut. Kaputt. Irgendwas hier unten? Nein. Gut. Jetzt leuchtet es sogar, dass es hier eine Trophäe, die leuchten kann. Okay. Es stinkt total und es tropft von der Decke. Verrückter Junge. Ich höre wieder Wackelkopf. Happy Birthday. Okay, bevor ich das Video spiele, speichere ich auf jeden Fall. Deswegen gab es hier wahrscheinlich auch nochmal eine Speicherkassette. Ah, das Ding müsste ich erschießen, ne? Da komme ich, glaube ich, so... Da komme ich so nicht hin. Nee, so komme ich nicht hin. Schade. Einmal ein Kopfschuss. Ein Immergrünbaum. Oh, guck mal. Drei Sachen zu untersuchen. Spielzeugaxt. Das ist bestimmt 7. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor and Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 92 bis 30. November 92. Umfang Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Schattenaktivierter Tür. Okay. Ah, Münz! Und ich kann nichts mehr tragen. Dass wir diesen nichts mehr tragen können, das ist echt kacke. Okay, bevor wir irgendetwas machen, dann gehen wir halt jetzt erstmal wieder Sachen ablegen. Und hoffen, dass erstmal nichts kommt. Kann ich die Axt denn überhaupt ausrüsten? Tatsächlich. Okay, nee, geht nicht. Hätte sein können. Dass wir statt mit dem Messer mit dem Axt rumlaufen können. Das wäre natürlich cool. So, sicherheitshalber, ich rufe hin, man weiß nie, was mir jetzt entgegenkommt alles. Ich habe ja an sich noch nicht viel erreicht. Deswegen hoffe ich, dass mir nichts entgegenkommt. Okay. Gehen die Wohnwagen? Nee, ich glaube, wir gehen hier hin. Das hier ist näher. Okay. Ja, die Kassette, die gucken wir uns wann anders an. Ich hab das Foto, tun wir jetzt auch erstmal fort. Die Munition heben wir jetzt erstmal auf.
Die Axt machen wir später. Die tun wir jetzt auch erstmal rein. Damit können wir, denke ich mal, sowieso nichts machen. Speicherkassette rein. Und den Schlüssel brauchen wir, soweit ich weiß, erstmal nicht mehr. Also tun wir den auch rein. So, da haben wir doch erstmal wieder 5 Plätze frei. Und hoffen, dass wir nicht drauf gehen. Das nächste Speichern ist gar nicht mal so fern. Ich will einfach nur die zweite Karte haben und dann will ich direkt speichern gehen. Dann ist mir alles egal. Wird einfach nur durchgerannt. Mit der Schrotflinte in der Hand, logischerweise. Mit der Schrotflinte an der Hand wird hier durch die Gänge gerannt. Und damit wir nicht so sind, gebannt. Hau mal rein. Achso. Ja, das hat sich jetzt nicht mehr gereimt. So, antike Munze. Sehr schön. Die gehört mir. So, Gegner sehe ich jetzt keine. Ich hoffe, da kommt ja doch keiner. Versteckt irgendwo her. Oben ist auch nichts. Also kann eigentlich nichts runterfallen, aber bei dem Spiel weiß man nie, bei Irrenhaus. Viele versteckte Winkel hier. Manches kann man auch nur im Ducken sehen. Buckel. Im Buckel sehen. Klingt immer so, als wäre einer hinter einem unterwegs. Oh, nicht zu finden, nicht zu finden, oder? Die suchen jetzt erstmal den Boden hier ab. Ein Fahrrad. Okay, nee, hier auf dem Boden scheint wohl nichts mehr zu sein. Aber hier oben wohl auch nicht. Ach, hier haben wir noch ein Puppenhaus. Aber das kann man nicht aufmachen. Okay. Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Oh, okay. So aus wie eine Art Hexenverfolgung. Wird geköpft. Ein Schattenspiel. Auf geht's. Andersrum. Es ist gar nicht mal so leicht hier. Komm, wir gucken, ob es das schon geht. Nee. Auch nicht. Kommt das bisschen hier. Sonst machst du das immer. Ah! Okay, jetzt haben wir es hinbekommen. Ach, jetzt geht das Ding auf. Okay. Und ich kann mich nicht rühren. Doch jetzt. Okay. Zugangskarte blau. Jetzt haben wir beide. Jetzt kann ich speichern, aber hier leider nicht. Guck mal, da dahinter ist eine Tür. Die kriegt man aber nicht auf, ne? So, die Schrotflinte ist jetzt mein bester Freund. Bis zum Speicherpunkt.
Vor allem, weil der Flur ja auch wieder belegt ist mit diesem ganzen schwarzen Klipperzeug. So, hier haben wir uns ja auch komplett umgeschaut. Ne? Hier gibt es ja an sich eigentlich gar nichts mehr. Und das heißt, jetzt rennen wir hier einfach logischerweise wieder raus. Okay. Sehr schön, passiert nichts. Telefon? Achso, weil ich jetzt beide Karten habe. Hey Kumpel, denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Oh yeah. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Yeah. Party. Die werden wir aber sehr wahrscheinlich erst im nächsten Teil sehen, nachdem ich das Video erstmal geschafft habe. Ah. Sei tot. Kam das Vieh denn jetzt schon wieder her? Da ist noch eins. Das war der Kopf. Sonst haben wir keins, oder? Hoffe ich zumindest. Zur Abwehr natürlich erstmal wieder das hier. Das ist blöd, dass sie echt nichts liegen lassen. So, jetzt sind wir erstmal wieder hier. Komm, hier drin wird es langsam kalt. Erstmal wieder zu in den Kühlschrank. Okay, ich habe die Karte. Sehr schön. Die Münzen haben wir jetzt leider erstmal nur zwei. Damit können wir nichts anfangen. Die Serie Arm brauchen wir auch nicht. Defekte Pistole logischerweise auch nicht. Das hier brauchen wir natürlich. Happy Birthday, genau. Ich glaube, das machen wir zuerst, ne? Beziehungsweise ich gehe erstmal einmal raus und schau mal, was da in der Truhe drin ist. Irgendwas wollte ich doch noch. Das nehmen wir noch mit. Was wollte ich noch? Die Axt habe ich ja. Audiokassette, genau, weil ich ja dann erstmal speichern wollte. Jetzt noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal gucken, ob wir die Truhe aufkriegen mit der Axt als 7. Noch einen Gegner gibt es hier nicht, oder? So, gehen wir mal hier ins Versteckte. Wusste ich doch. 1, 3, 5, 7, 4. Stabilisierer. Was ist denn ein Stabilisierer? Entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen können. Wirkt dauerhaft. Ja, gut, okay. Maximale Gesundheit fände ich besser. Mein Arm ist schon ganz schön schwarz. Ich schaue mir zu viel rein. 1, 3, 5, 7, 4. Wo können wir den Code jetzt eingeben? Die Axt können wir nicht mitnehmen. Weißt du was, ich mache mir mal ein Foto und ich sehe gerade hier, mein Wecker ist schon wieder an. So, ein Moment, erstmal.
Einmal ein Foto machen. 1, 2, 5, 7, 4. Einfach nur aus Prinzip. Ich weiß nicht, wann ich den Code brauche. Reicht jetzt schon hier, um die Tür zu öffnen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal speichern und dann machen wir das Video. Ja, ne, eigentlich. So, Munition habe ich hier keine mehr drin. Warum auch? Wofür? Okay, einmal speichern. So, ich mache mal eine neue Speicherdatei. Man weiß ja nie. Okay. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Das war es wieder heute mit Resident Evil 7 Biohazard mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Und im nächsten Teil geht es hier hin zum Fernsehen. Und dann spielen wir dieses Happy Birthday Ding hier. Eine Videokassette, die Aufschrift lautet Happy Birthday. Ja, das letzte Mal, wie wir so ein Video gespielt haben, sind wir zwei, dreimal gestorben oder wurden zumindest gefasst. Und dann durften wir so viel wieder von vorne machen. Gut, jetzt haben wir gespeichert. Genau, das war ja der Grund. mal gucken, wie das Video dann wird. Und dann schauen wir mal, ja, wie wir uns schlagen im nächsten Teil. Seid wieder mit dabei, verpasst es nicht. Den Daumen nach oben und ihr kriegt schneller den nächsten Teil, als ihr wollt. Wenn ihr wollt. So. Ansonsten dauert es keine Ahnung wie lang. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch noch bei meinen anderen Let's Plays. Auf jeden Fall, wie gesagt, überall nicht die Daumen nach oben vergessen. Ein Abo nicht vergessen, falls ihr neu bei mir seid. Und danke fürs Zuschauen. Euer Freund, euer YouTube Let's Plays als Hobby. Viel Spaß noch auf YouTube generell. Und auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.